Hallo und herzlich willkommen zum Lese-Livestream. Ich werde euch heute Aschenputtel vorlesen. Und wir fangen auch gleich an. Einem reichen Manne, dem wurde seine Frau krank. Und als sie fühlte, dass ihr Ende herankam, rief sie ihr einziges Töchterlein zu sich ans Bett und sprach: Bleib fromm und gut, so wird dir der liebe Gott immer beistehen, und ich will vom Himmel auf dich blicken und um dich sein. Darauf tat sie die Augen zu und verschied. Das Mädchen ging jeden Tag hinaus zu dem Grabe der Mutter und weinte und blieb fromm und gut. Der Schnee aber deckte ein weißes Tüchlein auf das Grab. Und als die Sonne im Frühjahr es wieder herabgezogen hatte, nahm sich der Mann eine andere Frau. Die Frau hatte zwei Töchter, die sie mit ins Haus brachte und die schön und weiß von Angesicht waren, aber garstig und schwarz von Herzen. Da ging eine schlimme Zeit für das arme Stiefkind an. »Was will der unnütz?« sprachen sie. »Wer Brot essen will, muss es verdienen. Fort mit der Küchenmagd.« Da nahmen ihm die Schwestern seine schönen Kleider, gaben ihm einen grauen alten Kittel anzuziehen, und dann lachten sie es aus und führten es in die Küche. Nun musste es so schwere Arbeit tun, früh vor Tag aufstehen, Wasser tragen, Feuer anmachen, kochen und waschen. Dabei taten ihm die Schwestern alles Herzensleid an, spotteten und schüttelten ihm die Erbsen und Linsen in die Asche, sodass es sitzen und sie wieder auslesen musste. Abends, wenn es müde war, kam es in kein Bett, sondern musste sich neben den Herd in die Asche legen. Und weil es darum immer staubig und schmutzig aussah, nannten sie es Aschenputtel. Es trug sich zu, dass der Vater einmal in die Messe ziehen wollte. Da fragte er die beiden Stieftöchter, was er ihnen mitbringen sollte. »Schöne Kleider«, sagte die eine, »und Perlen und Edelsteine«, die zweite. »Nun, Aschenputtel«, sprach er, »was willst du haben?« »Vater, das erste Reis, das euch auf eurem Heimweg an den Hut stößt«, antwortete Aschenputtel. Er kaufte nun für die beiden Stiefschwestern die Kleider, Perlen und Edelsteine. Und auf dem Rückweg, als er durch einen grünen Busch ritt, streifte ihn ein Haselreis und stieß ihm den Hut ab. Da brach er das Reis ab, und als er nach Hause kam, gab er den Stieftöchtern, was sie sich gewünscht hatten. Und dem Aschenputtel gab er das Reis von dem Haselbusch. Aschenputtel nahm es, ging zu seiner Mutter Grab und pflanzte es darauf und weinte so sehr, dass das Reis von seinen Tränen begossen ward. Es wuchs aber und ward ein schöner Baum. Aschenputtel ging alle 3 Tage mal darunter und weinte und betete. Und allemal kam ein Vöglein auf den Baum, und das Vöglein gab ihm, was es sich wünschte. Es begab sich aber, dass der König ein Fest anstellte, das 3 Tage dauern sollte, damit sich sein Sohn eine Braut aussuchen könnte. Die 2 Stiefschwestern waren auch dazu eingeladen, riefen Aschenputtel und sprachen: »Nun kämm uns die Haare, bürst uns die Schuhe und schnalle uns die Schnallen, wir tanzen auf des Königs Fest.« Das tat Aschenputtel und weinte, weil es auch gern zum Tanz mitgegangen wäre, und bat die Stiefmutter gar sehr, sie möchte es ihm erlauben. »Du, Aschenputtel«, sprach sie, »hast nichts am Leib und hast keine Kleider und kannst nicht tanzen und willst zur Hochzeit?« Als es noch weiter ward, sprach sie endlich: »Ich will dir eine Schüssel Linsen in die Asche schütten, und wenn du die in 2 Stunden wieder ausgelesen hast, so sollst du mitgehen.« Nun schüttelte sie ihm die Linsen in die Asche, aber das Mädchen ging durch die Hintertür nach dem Garten und rief: »Ihr zahmen Täubchen, ihr Turteltäubchen, all ihr Vöglein unter dem Himmel, kommt und helft mir lesen. Die Guten ins Tröpfchen, die Schlechten ins Kröpfchen.« Da kamen zum Küchenfenster 2 weiße Täubchen herein und danach die Turteltäubchen. Und endlich schwirrten und schwärmten alle Vöglein unter dem Himmel herein und ließen sich um die Asche nieder. Und die Täubchen nickten mit den Köpfchen und fingen an, pick, pick, pick. Und da fingen die übrigen auch an, pick, pick, pick. Und lasen alle guten Körnlein in die Schüssel. Wie eine Stunde herum war, waren sie schon fertig und flogen alle wieder hinaus. Da brachte das Mädchen die Schüssel der Stiefmutter und freute sich und glaubte, nun dürfte es endlich mit auf die Hochzeit gehen. Aber sie sprach: »Nein, Aschenputtel, du hast keine Kleider und du kannst nicht tanzen. Du sollst nicht mitgehen.« Als es nun weinte, sprach sie: »Wenn du mir 2 Schüsseln voll Linsen in 1 Stunde aus der Asche reinlesen kannst, so sollst du mitgehen.« Und dachte dabei: »Das kann es ja nimmermehr.« Nun schüttete sie 2 Schüsseln Linsen in die Asche. Aber das Mädchen ging durch die Hintertür nach dem Garten zu und rief: »Ihr zahmen Täubchen, ihr Turteltäubchen, all ihr Vöglein unter dem Himmel, kommt und helft mir lesen. Die Guten ins Töpfchen, die Schlechten ins Kröpfchen.«
Da kamen zum Küchenfenster zwei weiße Tauben herein und danach die Turteltäubchen. Und endlich schwirrten und schwärmten alle Vöglein unter dem Himmel herein und ließen sich um die Asche nieder. Und die Täubchen nickten mit ihren Köpfchen und fingen an, pick, pick, pick. Und da fingen die übrigen auch an, pick, pick, pick. Und lasen alle guten Körner in die Schüsseln. Und ehe eine halbe Stunde herum war, waren sie schon fertig und flogen alle wieder hinaus. Da brachte das Mädchen der Stiefmutter die Schüsseln, freute sich und glaubte, nun dürfte es mit auf die Hochzeit gehen. Aber sie sprach, »Es hilft dir alles nichts, du kommst nicht mit, du hast keine Kleider und du kannst nicht tanzen und wir müssen uns nur schämen.« Darauf ging sie mit ihren zwei Töchtern fort. Als nun niemand mehr daheim war, ging Aschenputtel zu seiner Mutter Grab unter den Haselbaum und rief, »Bäumchen, rüttle dich und schüttle dich, wirf Gold und Silber über mich.« Da warf ihm der Vogel einen goldenen und silbernen Kleid herunter und mit Seide und Silber ausgestickte Pantoffeln. Das zog es an und ging zur Hochzeit. Ihre Schwestern aber und die Stiefmutter kannten es nicht und meinten, es müsse eine fremde Königstochter sein. So schön sah es in den reichen Kleidern aus. An Aschenputtel dachten sie gar nicht und glaubten, es läge daheim im Schmutz. Der Königssohn kam ihm entgegen, nahm es bei der Hand und tanzte mit ihm. Er wollte auch sonst mit niemand tanzen, also dass er ihm die Hand nicht losließ, und wenn ein anderer kam, es aufzufordern, sprach er, »Das ist meine Tänzerin.« Es tanzte, bis es Abend war, da wollte es nun nach Haus gehen. Der Königssohn aber sprach, »Ich gehe mit und begleite dich«, denn er wollte sehen, wem das schöne Mädchen angehörte. Sie entwischte ihm aber und sprang in das Taubenhaus. Nun wartete der Königssohn, bis der Vater kam und sagte ihm, das fremde Mädchen wäre in das Taubenhaus gesprungen. Da dachte der Alte, sollte es Aschenputtel sein? Sie mussten ihm Axt und Hacken bringen, damit er das Taubenhaus entzweischlagen konnte, aber es war niemand darin. Und als sie ins Haus kamen, lag Aschenputtel in seinen schmutzigen Kleidern in der Asche, und ein trübes Öllämpchen brannte im Schornstein, denn Aschenputtel war geschwind aus dem Taubenhaus hinten gesprungen und war zu dem Haselbäumchen gelaufen. Da hatte es die schönen Kleider ausgetan und aufs Grab gelegt, und der Vogel hatte sie wieder weggenommen. Und dann hatte es sich in seinem grauen Kittelchen in die Küche zur Asche gesetzt. Am anderen Tag, als das Fest von neuem anhub und die Eltern und Stiefschwestern wieder fort waren, ging Aschenputtel zu dem Haselbaum und sprach, »Bäumchen, rüttle dich und schüttle dich, wirf Gold und Silber über mich.« Da warf der Vogel ein noch viel stolzeres Kleid herab als am vorigen Tag. Und als es mit diesem Kleid auf der Hochzeit erschien, erstaunte jeder mal über seine Schönheit. Der Königssohn aber hatte gewartet, bis es kam, nahm es gleich bei der Hand und tanzte nur mit ihm allein. Wenn die anderen kamen und es aufforderten, sprach er, »Das ist meine Tänzerin.« Als es nun Abend war, wollte es fort, und der Königssohn ging ihm nach und wollte sehen, in welches Haus es ging. Aber es sprang ihm fort und in den Garten hinter dem Haus. Darin stand ein schöner großer Baum, an dem die herrlichsten Birnen hingen. Es kletterte so behend wie ein Eichhörnchen, und der Königssohn wusste nicht, wo es hingekommen war. Er wartete aber, bis der Vater kam und sprach zu ihm, »Das fremde Mädchen ist mir entwischt, und ich glaube, es ist auf den Birnbaum gesprungen.« Der Vater dachte, »Sollte es das Aschenputtel sein?« Er ließ sich die Axt holen und hieb den Baum um. Aber es war niemand darauf. Und als sie in die Küche kam, lag Aschenputtel da in der Asche, wie sonst auch, denn es war auf der anderen Seite vom Baum herabgesprungen, hatte dem Vogel auf dem Hasenbäumchen die schönen Kleider wiedergebracht und sein graues Kittelchen angezogen. Am dritten Tag, als die Eltern und Schwestern fort waren, ging Aschenputtel wieder zu seiner Mutter Grab und sprach zu dem Bäumchen, »Bäumchen, rüttle dich und schüttle dich, wirf Gold und Silber über mich.« Nun warf ihm der Vogel ein Kleid herab, das war so prächtig, wie es noch keins gehabt hatte. Und die Pantoffeln waren ganz golden. Als es in dem Kleid zur Hochzeit kam, wussten sie alle nicht, was sie vor Verwunderung sagen sollten. Der Königssohn tanzte ganz allein mit ihm, und wenn es einer aufforderte, sprach er, »Das ist meine Tänzerin.« Als es nun Abend war, wollte Aschenputtel fort, und der Königssohn wollte es begleiten. Aber es entsprang ihm so geschwind, dass er nicht folgen konnte. Der Königssohn hatte aber einen List gebraucht und hatte die ganze Treppe mit Pech bestreichen lassen. Da war der linke Pantoffel des Mädchens hängen geblieben. Der Königssohn nahm ihn weg, und er war klein und zierlich und ganz golden.
Am nächsten Morgen ging er damit zu dem Mann und sagte zu ihm: Keine andere soll meine Gemahlin werden, als die, an deren Fuß dieser goldene Schuh passt. Da freuten sich die beiden Schwestern, denn sie hatten schöne Füße. Die Älteste ging mit dem Schuh in die Kammer und wollte ihn anprobieren, und die Mutter stand dabei. Aber sie konnte mit der großen Zeh nicht hineinkommen, und der Schuh war ihr zu klein. Da reichte ihr die Mutter ein Messer und sprach: Hau die Zehe ab, wenn du Königin bist, so brauchst du nicht mehr zu Fuß zu gehen. Das Mädchen hieb die Zehe ab, zwängte den Fuß in den Schuh, verbiss den Schmerz und ging heraus zum Königssohn. Da nahm er sie als seine Braut aufs Pferd und ritt mit ihr fort. Sie mussten aber an dem Grabe vorbei. Da saßen die zwei Täubchen auf dem Haselbäumchen und riefen: Ruckidigu, Ruckidigu, Blut ist im Schuh, der Schuh ist zu klein, die rechte Braut sitzt noch daheim. Da blickte er auf ihren Fuß und sah, wie das Blut herausquoll. Er wendete sein Pferd um, brachte die falsche Braut wieder nach Hause und sagte, das wäre nicht die rechte, die andere Schwester sollte den Schuh anziehen. Da ging diese in die Kammer und kam mit den Zehen glücklich in den Schuh, aber die Ferse war zu groß. Da reichte die Mutter ein Messer und sprach: Hau ein Stück von der Ferse ab, wenn du Königin bist, brauchst du nicht mehr zu Fuß gehen. Das Mädchen hieb ein Stück von der Ferse ab, zwängte den Fuß in den Schuh, verbiss den Schmerz und ging heraus zum Königssohn. Da nahm er sie als seine Braut aufs Pferd und ritt mit ihr fort. Als sie in dem Haselbäumchen vorbeikamen, saßen die zwei Tauben darauf und riefen: Ruckidigu, Ruckidigu, Blut ist im Schuh, der Schuh ist zu klein, die rechte Braut sitzt noch daheim. Er blickte nieder auf ihren Fuß und sah, wie das Blut aus dem Schuh quoll und an den weißen Strümpfen ganz rot heraufgestiegen war. Da wendete er sein Pferd und brachte die falsche Braut wieder nach Haus. »Das ist auch nicht die rechte«, sprach er. »Habt ihr keine andere Tochter?« »Nein«, sagte der Mann, »nur von meiner verstorbenen Frau ist noch ein kleines, verbuttetes Aschenputtel da. Das kann unmöglich die Braut sein.« Der Königssohn sprach, es sollte es heraufschicken. Die Mutter aber antwortete: »Ach nein, das ist viel zu schmutzig, das darf sich nicht sehen lassen.« Er wollte es aber durchaus haben, und Aschenputtel musste gerufen werden. Da wusch es sich erst die Hände und Angesicht, ging dann hin und neigte sich vor dem Königssohn, der ihm den goldenen Schuh reichte. Nun streifte es den schweren Schuh vom linken Fuß ab, setzte diesen auf den goldenen Pantoffel und drückte ein wenig, so stand es darin, als war er ihm angegossen. Und als er sich aufbückte, erkannte er es im Angesicht und sprach: »Das ist die rechte Braut.« Die Stiefmutter und die beiden Schwestern erschraken und wurden bleich vor Ärger. Er aber nahm Aschenputtel aufs Pferd und ritt mit ihm fort. Als sie an dem Haselbäumchen vorbeikamen, riefen die zwei weißen Täubchen: »Ruckidigu, Ruckidigu, kein Blut im Schuh, der Schuh ist nicht zu klein, die rechte Braut, die führt daheim.« Als sie das gerufen hatten, kamen sie beide herabgeflogen und setzten sich dem Aschenputtel auf die Schultern, eine rechts, die andere links, und blieben da sitzen. Als die Hochzeit mit dem Königssohn gehalten werden sollte, kamen die falschen Schwestern, wollten sich einschmeicheln und Teil an seinem Glück haben. Als die Brautleute nun zur Kirche gingen, war die Älteste zur Rechten, die Jüngste zur Linksten. Da pickten die beiden Tauben einer jeden das eine Auge aus. Hernach, als sie herausgingen, war die Älteste zur Linken und die Jüngste zur Rechten. Da pickten die Tauben einer jeden das andere Auge aus und waren so für ihre Bosheit und Falschheit mit Blindheit auf ihr Lebtag bestraft. Jetzt gibt's noch eine Traumreise. Mach es dir bequem und finde für dich eine Position, in der du entspannen und es eine gute Zeit lang aushalten kannst. Am besten legst du dich auf eine Matte flach auf den Boden oder in dein Bett. Versuche nun, alle Gedanken vorbeiziehen zu lassen und dich ganz auf den Moment und auf deinen Atem zu konzentrieren. Atme einmal tief ein und lange aus. Und dann lass deinen Atem einfach fließen und lausch ihm eine Zeit lang nach. Dein Körper entspannt sich. Dein rechter Arm wird ganz schwer und ganz warm. Du spürst, wie er entspannt in die Unterlage sinkt.
Dein linker Arm wird ganz schwer und ganz warm. Er sinkt entspannt in die Unterlage, auf der du liegst. Von deinen Armen breitet sich die Schwere und Wärme in deinen ganzen Körper aus. Nach oben bis in deine Haarspitzen und ganz nach unten bis zu deinen Zehenspitzen. Du liegst ganz ruhig und entspannt. Bist du bereit für deine Fantasiereise? Dann geht es jetzt los. Stell dir vor, du stehst auf einem schmalen Pfad inmitten eines dichten Waldes. Um dich herum wachsen Laub- und Nadelbäume aller Art und bilden zusammen ein dichtes, verwunschenes Dickicht in den unterschiedlichsten Grüntönen. Fichten, Kastanien, Tannen, Eichen. Welche Bäume kannst du noch entdecken? Du hebst den Kopf in Richtung Himmel. Einige Bäume ragen so weit in die Höhe, dass du ihre Wipfel kaum sehen kannst. Sie bilden ein schützendes grünes Blätterdach. Einzelne dünne Sonnenstrahlen bahnen sich ihren Weg durch die Baumkronen und hinterlassen Streifen von Licht auf dem kleinen Waldweg. Einige der Bäume sind von endlos langen Kletterpflanzen bewachsen, die sich um die gefurchten Stämme winden. Du legst deine Hand auf das raue Holz, streichst über die Rinde. Dein Finger bleibt an etwas Klebrigem hängen, Harz. Bernsteinfarben glänzt es wie Honig auf deinem Finger. Du riechst daran. Es duftet herb und süß gleichzeitig. Langsam wandest du den Waldweg entlang. Es ist sommerlich warm und du genießt die Kühle, die der Schatten der Bäume und die feuchte Luft des Waldes spenden. Unter deinen nackten Füßen spürst du die weiche Erde. Atme tief ein und aus. Mit jedem Einatmen saugst du die herrliche klare Luft ein, zusammen mit dem Geruch von frischem Laub. Mit jedem Ausatmen entlässt du alle Sorgen und Ängste, die dich in der letzten Zeit begleitet haben. Du fühlst dich frei und leicht. Lausche den Geräuschen des Waldes. Um dich herum zwitschern Vögel in den Baumkronen. Kannst du am Klang erkennen, welche es sind? Im Gebüsch hörst du ein Rascheln und siehst aus den langen Augenwinkeln etwas vorbeihuschen. Ein Igel? Eine Maus? Ein Häschen? Welche Tiere verbergen sich wohl in den Tiefen des Waldes? Die Sonnenstrahlen finden ihren Weg durch das Blätterdach bis zu dir und bilden kleine leuchtende Linien auf deiner Haut. Ein angenehmer Wind lässt die Äste sanft schaukeln und die Blätter rascheln. Auf deinen Armen bildet sich eine kleine Gänsehaut. Langsam sehnst du dich wieder aus der Kühle des Waldes heraus in die sommerliche Wärme. Wie gut, dass der Waldweg direkt zu einer Lichtung führt. Du kannst bereits das satte Grün der Wiese erkennen. Die Sonnenstrahlen schimmern durch die Äste der Bäume und werfen wunderbar magische Schatten auf den Waldweg. Überall glänzt es golden. Kurz bevor du die Lichtung erreicht hast, hörst du über deinem Kopf ein Rascheln, gefolgt von einem regelmäßigen Klopfen. Was kann das sein? Du hebst den Blick. Auf einem Ast hockt ein süßes kleines Eichhörnchen mit rotbraunem Fell und knackt eine Nuss. Du beobachtest es bei seiner geduldigen Arbeit, bis es schließlich von Ast zu Ast Richtung Lichtung davonspringt. Du bist fast dort. Die Sonnenstrahlen fallen bereits angenehm warm auf dein Gesicht. Du trittst aus der Kühle des Waldes hinaus auf die sonnenbeschienene Lichtung. Über dir ziehen einzelne weiße Wolkentiere über einen blauen Himmel. Es ist warm.
Für den ganzen Körper umgibt diese sommerliche Wärme. Vom Waldrand hörst du das Zwitschern der Vögel. Ab und zu fliegt einer über die Lichtung. Ein Rotkehlchen, eine Amsel. Welche Vögel kannst du noch entdecken? Du bewunderst die unterschiedlichen Musterungen und Färbungen ihrer Gefieder. Langsam schlenderst du über die Wiese und das hohe grüne Gras streift deine nackten Beine. Manchmal kitzelt es leicht. Im Gehen lässt du die hohen Grashalme durch deine Finger gleiten. Vereinzelt schauen kleine Waldblumen aus dem Gras heraus, violette, gelbe und weiße Tupfer. Ihr schöner Anblick zaubert dir ein Lächeln aufs Gesicht. Auf einmal spürst du etwas Weiches, Flauschiges an deinem Bein entlang streichen. Du blickst nach unten und entdeckst nur ein paar wenige Meter vor dir ein Häschen in der Wiese, das die Nase rümpft, die Ohren spitzt und dich aus großen Kulleraugen neugierig anschaut. Ganz vorsichtig gehst du in die Hocke, streckst die Hand aus und versuchst durch leises Zungenschnalzen das Häschen zu locken. Es zögert zunächst, zeigt aber keine Angst. Mit seinem Stupsnäschen, mit den langen Schnurrhaaren, schnuppert es in der Luft in deine Richtung und nähert sich ganz vorsichtig. Es hoppelt näher und näher, bis du sein Näschen an deiner Hand spüren kannst. Es ist ganz zutraulich. Ganz behutsam streckst du die Hand aus und legst sie flach auf das weich graubraune Fell. Ganz flauschig und warm fühlt es sich an. Sanft streichelst du das Häschen, das die Berührung genießt und fröhlich in der Luft herumschnuppert. Als wolle es sich bedanken, stupst es sich noch einmal mit seiner Schnauze an, bevor es in Richtung Wald davonhoppelt. Die Wanderung durch den Wald hat dich angenehm schläfrig gemacht und du beschließt, dich in das weiche Gras zu legen und dort auszuruhen. Du liegst weich und bequem im kühlen Gras. Die Sonne beschenkt dich von oben mit ihren Strahlen und einer wunderbaren Wärme. Am Himmel siehst du weiße Wolken in den unterschiedlichsten Formen vorbeiziehen. Manche sehen aus wie Tiere, andere wie Dinge oder Fantasiegestalten. Welche kannst du erkennen? Du atmest tief ein und aus. Ein Gefühl des Glücks durchströmt dich. Du fühlst dich leicht und frei, ruhig und entspannt. Genieße die Sonne auf der Haut, das weiche Gras unter dir, die Geräusche der Natur um dich herum. Was siehst du? Was riechst du? Was hörst du? Was fühlst du? Versinke ganz in diesem Moment, dieser tiefen Ruhe und Zufriedenheit. Komme langsam wieder ins Hier und Jetzt. Nun geht die Traumreise langsam zu Ende. Lasse deine Augen ruhig noch geschlossen und beginne ganz vorsichtig deinen Körper wieder aufzuwecken. Bewege zunächst deine Finger, dann die Zehen, dann fange langsam und behutsam an, dich zu räkeln und zu strecken. Mache die Bewegungen, die dir jetzt gut tun. Wenn du soweit bist, öffne vorsichtig die Augen. Bleib ruhig noch kurz liegen und spüre, wie die angenehme Ruhe und Zufriedenheit dich aus deiner Traumreise bis hierher begleitet haben. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Ich wünsche euch eine schöne gute Nacht. Bis zum nächsten Mal.